Der verlorene Tschugge, eine Geschichte von früher. Zwimmis hat es vor mengem Jahr einen Schulmeister gegeben, der ein bisschen besonderer Vogel war. Beim Schulanfang nach den Ferien hat er alben grad das Räf genommen, für seine Utensilien an Arbeitsplatz zu tragen. Sicher haben dann die Kinder auch ihre Sachen gedacht, aber es wäre weniger keinem in Sinn gekommen, den Mann auszuspotten oder auch nur auszulachen. Ein Lehrer war dann zumal noch eine Respektsperson, auch wenn er sich den Respekt mit einem Stecken, mit Haarrupfen oder an die Wand sich schämen verschafft hat. Das waren dann die Erziehungsmittel, wenn man nicht still war und gefolgt hat. Aber es hat auch etwas gebraucht, wenn man denkt, dass es bis zu 50 Kinder in der Schulstube hatte. Dann hat man noch nicht von Psychologie und Pädagogik geredet und die Lehrer auf die Seele der Kinder aufmerksam gemacht. Die Kinder hatten zu parieren. Basta. Mengs hat unter einem solchen Regime gelitten. Mengs ist auch gestraft worden, ohne dass es die Schuld war. Aber man war zu scheu, für sich zu wehren. Und wenn man es noch gewagt hat, hat es geheissen, jetzt maulet es noch. Daheim hat man dann im Kämmerli der Kummer ins Küssi geprägt, weil die Eltern doch das Gefühl hatten, der Schulmeister mache es schon recht. Nicht vergeben hat es dann schon die verstockten Menschen gegeben. Kütz, Aussenseiter vor Gesellschaft, die ihr Leben selber gemeistert haben und es daheim für sie etwas Fremdes war. Der gleiche Lehrer, den ich jetzt von ihm erzählt habe, ist sicher auch mit sich selber albe einisch nicht zurechtgekommen. In der grossen Pause ist er daheim und wieder in Leuigen ein Zweierli haben. Dieser Schluckweise hat ihn dann für einen Moment die ganze Arbeit ein bisschen lustiger erscheinen. Einmal, als er wieder vor seinem Gläschen ist gehöckelt, sieht er zum Fenster aus den Schulinspektor durch die Strasse kommen und gegen das Schulhaus gehen. Potz wohlmel, wie ein Blitz ist er beim Läuen zur Hintertür aus. Was gisch, was hesch, durch das kleine Wegli am Schulhaus zu. Er ist so fest gesprungen, dass er bei dem Pressieren eine Tschugge verloren hat. Aber Wäger hat er nicht Zeit, zurückzuschauen, verschwiegen den Holzboden zurückzureichen und wieder anzulegen. Wer der Schulmeister dann gesehen haben sollte, hat sich gedacht, was hat er auch, dass er so lahm geht. Wo der Schulinspektor zur Tür kam, sind alle Kinder zum Gruß aufgestanden. Eine solche Amtsperson wollte geehrt sein. Der Schulmeister hat sich auch erhoben. Eine Schulter hatte er tiefer als die andere, weil er eben einseitig war in der Höhe. Wo die Schule aus war und alle Kinder aus dem Schulhaus, ist der Schulmeister wie ein Schelm am kleinen Wägli nah zurück, am Löwen zu, geht der Tschugge suchen. Er hat ihn gefunden. Ein lieber Mensch hat ihn voll Respekt neben uns ins Gras gelegt und dabei wohl gedacht, da hätte jemand Pech gehabt. Zu dieser Zeit hat man noch nicht so fleissig neue Schuhe gekauft. Ein Paar hat es da. So Holzböden waren ein halbes Vermögen wert für einen Schulmeister. Und der Finder wusste, dass dieser verlorene Tschugge sicher gesucht wird. Was der Schulinspektor von diesem Schulmeister mit nur einem Tschugge gedacht hat, hat man nie vernommen. Musik.